Da sind wir wieder bei Project Zero 3 und leider immer noch mit dem Olden Kay, der zu nichts zu gebrauchen ist. Ja, wie rennt man hier nochmal? Ach so. Ja, ich habe gestern so lange Resident Evil 5 gespielt, dass ich mich jetzt erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen muss. Ich habe keine Ahnung, wo wir herkamen. Karte war ja hier. Richtig? Ha. Ja. Da kamen wir, glaube ich, nicht her, oder? Schrankflur? Was ist das denn? Gartengang? Ach ja, wir gehen jetzt mal hier rein. Oder kommen wir doch daher? Versiegelt. Oh, das ist dieses Puppenzimmer. Auf dem Altar brennt eine Kerze, wo ein kleiner Schrein, ja bla, kennen wir schon. Zahllose rot gekleidete Puppen sind an die Wände gespießt. Ja, das kennen wir auch alles schon. Aber irgendwie bin ich ganz beruhigt, dass hier jetzt nichts war. Denn ich fühle mich mit Kay nicht sehr gut ausgerüstet. Wir haben keine Kamera Obscura und das macht mich schrecklich nervös. Gehen wir mal nach unten. Oh, boah, und die SMS hat mich jetzt gerade zu Tode erschreckt. Geländer ist verrottet. Ja, wenn man genau hinguckt, sieht das wirklich aus wie Puppen. Ich dachte am Anfang einfach nur, das wären so rote Dinger. Weiß ich auch nicht. So, was ist hier? Die geht auf. Kommen wir daher? Da waren wir auf jeden Fall schon. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Verschlossen. Hier kommen wir her, oder? Ja. Tja, also irgendwie waren wir jetzt überall, wo wir hin könnten, oder? Genau, und hier ist die Tür zum Speichern. Ja, irgendwie bin ich jetzt total überfordert. Nee, da ist keine Lücke. Ich wollte jetzt aber hier nochmal eben diesen Baum untersuchen. Ein Seil geschmückt mit weißen Papieranhängern wurde um einen großen verdorrten Baum gewickelt. An dem Seil ist eine hölzerne Gedächtnistafel in Menschenform befestigt. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier rein. Uah. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Hier ist diese gruselige Maske. Kisten, Frauenkimono, bla 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 bla. Ja, hoch. Hier waren wir aber auch schon. Genau, hier ist uns auch diese komische Frau gefolgt. Ich gehe da jetzt einfach nochmal rein. Ist vielleicht eine total blöde Idee, aber... ist ja jetzt weg. Aber hier ist ganz unheimliche Musik. Schlossen. Ich gucke mal eben ins Inventar. Aber wir haben, glaube ich, noch nichts. Aufgehoben. Was für irgendwas gut ist. Nö. Aber wenigstens blinkt sein
Was weiß ich, wie das heißt, nicht. Also es ist kein Geist in der Nähe. Ich bin völlig überfragt, meine Lieben. Interessanter Schattenwurf. Ein riesiger Spiegel ist in die Wand eingebaut. Waren wir hier schon? Nein, ich glaube, wir waren hier noch nicht. Und die Tür ist zu. Ha, toll. Ja, aber schön, dass wir mal hier waren. Ist hier nicht die Verrückte rumgelaufen? Hat hier nicht unser Abenteuer begonnen? Und er guckt da immer noch wohin? Ich habe das Gefühl, ich habe hier was vergessen. Weiß ich auch nicht. Genau, hier ist die Schmetterlingstür. Und die geben uns auch keinen Hinweis. Nein. Tja. Kann ja wieder hochgehen. Aber hier ist doch auch nichts. Ja, ich weiß, jetzt die ganze Zeit hoch und runter, aber irgendwie müssen wir hier ja weiterkommen. Also hier wieder rein. Aber irgendwie war hier doch auch nichts. Nein, nicht Kamera. Karte. Genau, hier ging es zu diesem komischen. Hier ist ein Tunnel zum, was weiß ich. Hier war dieser. Muss ich mal eben gucken, durch welche Tür ich vorhin gekommen bin. Warum hat dieser kleine Raum so viele Türen? Ich gehe jetzt mal durch die Tür. Oder ist das die, durch die ich gerade reingekommen bin? Oder? Doch, hier geht's wieder runter. Das ist jetzt so ein grandioser Part, der für euch garantiert unglaublich spannend ist, aber hilft ja nichts. Jetzt lande ich, glaube ich, hier wieder in diesem komischen kreuzförmigen Gang, in dem die Dame mit dem blauen Kimono herumgerannt ist, was sie jetzt glücklicherweise nicht mehr tut. Okay, immer noch zu. Wir haben die auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Diese Glockenseile machen mich auch nervös. Das Tolle ist, hier passiert nichts, gar nichts und mich macht es alles nervös. Oh, da liegt was. Filmtyp 14. Hallo, ich habe keine Kamera dafür. Filme sind verrottet. Ja, schön. Da hinten sind verrottete Bücher, das weiß ich mittlerweile auch. Gucken jetzt mal diesen Film an, der da drin ist. Ich glaube, den haben wir schon gesehen, aber. Vielleicht passiert dann irgendwas. Oh Gott.
Ja, seht ihr? Kay, mach die Tür auf! Hallo? Meine Fresse. Na super, und ich sag noch, da passiert was. Da liegt jetzt was? Was ist das? Kräutermedizin. Ah, ist das die Ecke, in die er vorhin geguckt hat? Von der anderen Seite? Jetzt bin ich wieder in dem verschneiten Ding. Will ich aber nicht hin. Ich gehe da jetzt einfach mal wieder rein. Gucken, ob dieses Geistermädchen immer noch da ist. Nein. Muss ich die vielleicht fotografieren? Ich versuche das nochmal. Diesmal stelle ich mich hier hin und guck nach da. Gerade hat es hier angefangen zu vibrieren. Nö, jetzt nicht. Schade. Ich gehe nochmal hier gucken, aber hier war ja auch nichts, außer ganz vielen verrotteten Büchern, die zu lesen wir keine Zeit haben. Ja, as usual. Ja, aber hier lande ich wieder in diesem verschneiten Hof. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Das ist doch kacke. Ich habe jetzt einen ganzen Part damit verschwendet, hier herumzulaufen. Was ist das denn? Saal mit Tatami. Gehen wir doch da erstmal hin. Ach ja, da war diese langhaarige. Und ich habe hier irgendeine Tür oder so noch nicht untersucht. Und zwar ist hier, wenn wir jetzt geradeaus gehen, so kacke, dass man die Kamera nicht drehen kann. Hier hinter geht noch was runter. Hier ist eine Tür. Und die geht nicht auf. Toll. Ich habe mich so gefreut, dass hier was ist, was ich noch nicht untersucht habe. Da geht's raus. Okay. Gehen wir wieder zurück. Ich untersuche jetzt einfach nochmal alle Türen. Irgendwas muss hier ja aufgehen. So, und jetzt von Kay aus rechts. Ja, hier waren wir doch auch schon. Hier ist ein mächtiges Siegel, genau. Die ist auch zu. Das ist so ein Part, den ihr eigentlich auch überspringen könnt, weil hier passiert eh nichts. Ja, ich gehe da nochmal hoch, ne? Da ist ein Spalt in der Wand, dadurch kann ich ins untere Geschoss sehen. Vielleicht war ja mal ein Geländer, das hatten wir auch schon. Eine alte Truhe. Nix, Klamm. Nein! Oh, Leute! Ich habe die Kamera gefunden! Die Kamera Obscura wurde zusammen mit einem Buch, das in ein Kimono eingewickelt ist, aufbewahrt. Volkskundler Notiz 3.
Es ist fast 2 Wochen her, dass ich in diesem Haus war. Es schneit noch immer. Schmilzt der Schnee, bin ich von Kyoka getrennt und werde wohl nie mehr zurückkehren können. Männer sind im Haus nicht erwünscht. Ich könnte fliehen, aber ich würde Kyoka mit mir nehmen. Dieses Gefühl hält mich hier. Manchmal kommen Gläubige aus Dörfern in der Nähe. Sie alle bedecken ihr Gesicht und gehen in den Schrein. Heute schien es eine Frau zu sein. Sie hielt ein kindgroßes Bündel im Arm und schien zu weinen. Ich kann das Schlaflied hören. Ich frage mich, ob die Zeremonie wie ein Begräbnis ist. Okay. Und wir haben die Linse langsam gefunden. Langsam Geister, bla bla. Kennen wir alles schon. Und hier ist direkt was. Aber wo? Ich gehe erstmal ohne Kamera rum. Das Gefühl, das ist gar nicht hier oben, sondern unten, oder? Ist es unter der Decke? Ich gehe mal wieder runter. Oh Gott, die Puppe hat uns angeguckt. Muss ich die fotografieren? Nein, ne? Wo kommt denn jetzt dieses blaue Licht her? Von hier. Da in der Ecke? Da jemand? Oder etwas? Ah, vielleicht müssen wir diese versiegelte Tür einfach nur fotografieren. Aber ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das mit der F Puppe war gerade total creepy. Ja, wir müssen die Tür fotografieren. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Sieht aus wie an einem anderen Ort. Ah, ich weiß, welches Zimmer das ist. Das ist das mit dieser Frau mit der Haarnadel.